Hi Freunde, hier ist Michael Utschan. Ich habe mir gedacht, es ist mal wieder Zeit für ein Abenteuer. Deshalb habe ich mir meinen Rucksack gepackt, beziehungsweise zwei. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt wieder einfach mit. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ich werde hier förmlich zugedeckt von dem Zelt. Das drückt richtig auf mir drauf. Also der Wind ist schon ganz schön stark. Egal, ich schlaf weiter. Ah, guten Morgen, Freunde. Es ist verdammt windig und das ist nichts im Vergleich zu dem, was eben noch herrschte. Ich musste eben raus und mein Zelt wieder richten. Mit zwei Heringe rausgehauen. Hab ich gestern nicht fest genug gemacht und dachte, das reicht schon. Ja, von wegen. Boah, ja, das ist mies. Ich hoffe, das hält jetzt. Also ich habe die richtig feste reingehauen jetzt. Ja. Ich hoffe, das hält. Ansonsten, also das Zelt, das lag richtig so flach auf mir drauf. Und irgendwann wurde es auch windig und ich denke, boah, also mir wurde es windig, ich habe es nicht gemerkt, ich denke, irgendwas stimmt da nicht. Bin ich rausgegangen und ja, tatsächlich, zum Glück. Und kurz danach hat es nämlich nochmal angefangen zu regnen und wurde noch windiger. Ja, und jetzt hat es gerade ein bisschen sich beruhigt mit dem Wind. Ja, ich check mal, ne, was das Wetter so macht heute. Wir haben noch mega früh. Wie früh ist es jetzt? Ja, okay, 6.55 Uhr. So früh dann auch nicht mehr. Aber ich bin schon so seit 5:30 wach. Da war es noch dunkel. Ja, ich guck mal, was das Wetter so macht. Ich denke mir, verflixt, ich hätte gestern besser in diese eine Herberge einchecken sollen. Die für 6 Euro da, wo ich noch gegessen hatte. Hatte eh alles einen schönen Eindruck gemacht. Naja, mal gucken. Ja, guten Morgen nochmal. Boah. Trotz dass es so stürmisch ist und hier voll das Geflatter und laut ist, ja, bin ich doch nochmal eingeschlafen. Und das gar nicht so knapp. Wir haben jetzt 10 vor 10 und ja, das Wetter, ich habe gerade mal rausgeschaut, das ist echt mies. Vielleicht muss ich auch ein bisschen lauter sprechen, wobei hier drin ist eigentlich, müsste es passen. Ist ja kein Wind, den man jetzt hören dürfte. Ja, das ist genau so ein Wetter, wo ich echt keine Lust hätte zu wandern, also regnerisch. Zusätzlich noch mit so einem Wind, also ist echt ein Sturm schon. Und wie gesagt, heute Nacht, ey, ich hab gestern Abend die Heringe nur so ein bisschen rein, nicht wirklich festgemacht. Ja, mache ich jetzt auch nicht wieder. Ich kann so schnell umschwenken, das Wetter. Da sollten Heringe schon feste drin sein, wenn es so stürmisch ist. Ja, ich werde jetzt ein bisschen frühstücken. Allerdings nicht alles. Hier ist nur eine Mandarine und eine Banane. Nur die zwei Croissants und so. Ich teile mir es ein bisschen ein, weil ich weiß ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das Wetter noch besser wird heute oder nicht. Und bei so einem Wetter kann ich den Kocher auf keinen Fall anschmeißen. Und hier sowieso nicht. Ich habe ja eh nichts zu verbrennen hier. Von daher muss ich mal, ja, ich habe zum Glück ja noch genug. Eigentlich hatte ich mir gedacht, ach komm, heute gehst du in die Herberge, aber selbst so habe ich keine Lust, das abzubauen. Also ich bleibe einfach hier, im Zweifel den ganzen Tag, bis morgen. Und ich hoffe natürlich, dass das so passt, dass da keiner kommt und Ärger macht. Ja. Aber jetzt gerade kommt sogar ein bisschen die Sonne raus. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Das allererste Mal.
Aber wir haben ja auch erst morgens, wie gesagt. Das ist, könnte schon sein, dass das um 12 ganz anders aussieht. Ich guck mal. Ich frühstücke jetzt erstmal ein bisschen was. Aber Freunde, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Jetzt richtet es wieder auf. Also der Wind ist so am Drücken. Ich habe echt Angst, dass ich mein Zelt das zerpflücke. Das biegt sich manchmal, wenn der Wind kommt, echt von hier bis hier runter. Oder eben das komplette Ding kam hier bis hier hin. Ja, boah, heftig, echt. Übrigens, dieser Schokotrink hier, der ist wieder mega, mega schokoladig. Ich würde sogar fast sagen, der ist schokoladiger als dieser rote, den ich am Anfang der Reise irgendwo gekauft habe. Der ist echt Knaller. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wenn das Wetter einigermaßen okay ist und es ein bisschen aufhört, dann packe ich zusammen und dann gehe ich in eine Herberge. Weil laut Wetter-App ist heute wolkig, nichts weiter und morgen Regen, übermorgen Gewitter. Ja gut, das habe ich die ganze Zeit schon auf meinem Wetter-App. Das ist morgen Regen und übermorgen Gewitter. Scheinbar laufe ich die ganze Zeit davon. Aber bei so einem Sturm holt mich das Wetter langsam tatsächlich, glaube ich, ein. Ich weiß ja auch nicht, wo lang ich muss. Deshalb, glaube ich, gehe ich in eine Herberge und hoffe, dass ich dann da auch ja, 2 Tage bleiben kann. Manchmal wird man ja rausgeschmissen am nächsten Tag oder so. Aber bei Gewitter? Ja, mal gucken. Ja, boah, wie das runterdrückt. Alter Schwede, ist das... Guck mal, es liegt fast auf meinem Schlafsack. Das stürmisch, Freunde. Das ist echt krass. Aber die Heringe halten. Zum Glück. Guckt euch das an. Und das ist noch gar nichts. Wenn der Wind ein bisschen stärker wird, dann klappt sich das hier so runter. Und ja, seht das hier, dann hängt das teilweise so. Naja, ich gehe wieder rein und hoffe, dass das gleich mal ein Ende hat mit dem Wind. Ja. Dann hört es ein wenig auf und ich gehe in die Herberge. Boah, heftig, heftig. Oh ja, das ist echt nicht normal. Also ich bin am Überlegen, ob ich einfach zusammenpacke und losgehe. Aber ja, ich glaube, ich warte jetzt ab bis 12, 1 Uhr. Wir haben jetzt 11 Uhr. So um 12, 1 Uhr. Bis 2 rum, da ist irgendwie immer das Wetter am besten und die Sonne am stärksten. Da warte ich jetzt noch ein bisschen und ja, entscheide das dann einfach. Aber ich glaube, ich werde heute losziehen, weil ich will, glaube ich, gar nicht wissen, wie die Nacht wird, wenn es jetzt morgen regnen soll und darauf gewittern und ich noch kein bisschen weiter bin, dann ja, wird das schon so eine Sache. Und wenn es gerade regnet und windig ist und mein Zelt geht fliegen das Dach, das wäre nicht lustig. Also ja, glaube ich nicht dran. Das hält ja schon ganz gut, aber das ist schon echt nicht ohne. Leute, zieht euch das rein. Das liegt hier fast auf mir drauf. Jetzt geht's wieder hoch. Alter Falter, das ist echt nicht normal. Ja, das ist ja krass, Freunde, und echt mies. Das hat mir jetzt so runtergehauen, dass es das Ding hier zerbrochen hat, den Stock. Also, ja, das war's. Ich kann einpacken, ob ich will oder nicht. Ich hoffe, dass ich irgendwie einen Ersatzstock kriege. Mann, Mann, Mann. Also der Wind hier, da sind die Pyrenäen gar nichts gegen gewesen. Ah, das ärgert mich echt. Ja, egal, zum Glück regnet es gerade nicht. Mann!
So, jetzt bin ich einen Ort weiter. Ja, das ist wirklich mies, also es ärgert mich schon ein bisschen mit dem Zelt. Und hier in dem Ort ist ja nichts. Hier ist sogar noch nicht mal die Kirchenuhr funktioniert. Also ich weiß nicht, ob man das sieht, steht auf 4:30. Stimmt natürlich nicht. Und dort oben an der Kreuzung hier ist ein Schild, das in die Richtung eine Herberge ist. Allerdings hat mich dann ein Mann gerufen, so ein Stempel, und dort sieht halt alles zu aus und jetzt bin ich in die Richtung. 1,5 Kilometer glaube ich, dort soll dann eine Herberge sein. Ich hoffe, das passt und dass der Mann mich nicht einfach nur gerufen hat, um seinen Stempel abzuzwacken. Also gegen eine Spende halt. Ist jetzt vielleicht nicht so schön, aber das war schon sehr aufdringlich. Also muss ich mal sagen, war schon eher eine negative Erfahrung. Mal. Naja, kann ja nicht alles positiv sein. Aber ich gehe jetzt einfach weiter, sind 1,5 Kilometer. Und ich hoffe, dass da noch ein Platz frei ist. Ich weiß nicht, ob ihr seht, dieses Haus dort. Das ist eine kleine Bar. Da war ich vorher drin. Dachte, dass die Herberge ist, sie aber nicht. Dann bin ich zur nächsten. Also ein gelbes Haus ein bisschen weiter runter. Leider schon alles voll. Und dann dachte ich, oh, dann bin ich zurückgegangen zur Bar. Dachte ich, ach komm, ich mache jetzt mal ein Päuschen. Ich trinke ein Bierchen. Und da war so eine nette Bedienung. Jetzt mal ohne Witz. Die war wirklich lieb, also da waren so viele Leute, deshalb wollte ich jetzt nicht filmen. Aber ich meinte, ach komm, ich esse noch was. Isst sie in die Küche, kommt wieder raus. Also ich habe mir Nudeln bestellt, sagt die, magst du Pilze? Also keine Dings, sondern spanischen Pilze. Ich sage, ja, okay, ich versuch's und so. Hatte mir ein super Essen zubereitet. Echt voll lieb. Und ja, das hat gerade irgendwie alles wieder wettgemacht. Naja, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Hat ein bisschen meinen Körper und Seele wieder gestärkt. Das Essen und vielleicht auch die Nettigkeit von der. Auf jeden Fall muss ich jetzt leider ins nächste Dorf. Also hier ist alles voll, hier ist nur eine einzige Herberge. Und die ist voll. Deshalb hoffe ich mal, dass das Wetter so bleibt, wie es jetzt ist. Wenn es so ist, so bleibt es noch in Ordnung. Und ich hoffe, dass ich im nächsten Dorf dann halt eine Herberge finde. Ist jetzt 3,5 Kilometer weiter. Muss ich auch noch gehen. Ist jetzt nicht mehr so schlimm. Ja gut, war blöd mit dem Zelt. Aber so what? Ist passiert. In Burgos ist allerdings noch 40 Kilometer weiter. Hoffe ich mal, dass ich mir das Zelt reparieren kann, beziehungsweise so einen neuen Stock dafür finde. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt lang muss. Ich weiß nicht, ob ich mich mit euch jetzt wieder verquatscht habe oder. Jetzt gehe ich aus dem Dorf und schon fängt es wieder an. Ich habe auch noch Gegenwind. Das ist echt mies. Egal. 3 Kilometer gegen den Gegenwind. Dann habe ich schon nicht geschafft. Oh, ich mache wieder eine kleine Pause hier. Zwischen den Büschen bin ich ein bisschen windgeschützt. Das ist echt Amok, die ganze Zeit gegen den Wind zu laufen. Oh, und ich bin gerade mal 800 Meter oder so. Wenn überhaupt, da hinten ist das Dorf noch zu sehen, von dem ich gekommen bin. Also dort. Also ich bin aus dem Dorf raus, gerade mal diesen Weg hier. Und das war's schon. Mach schon eine nächste Pause, weil... Boah, das ist heftig, Leute, das ist echt heftig. Aber naja, was soll ich machen? Ich habe noch ein bisschen vor mir. Solange es nicht regnet, ist okay. Kommt zwar noch weniger, noch langsamer voran jetzt mit Gegengewind. Mein Monster und dem anderen Rucksack vorne. Ja, ist schon nicht ohne, aber naja, muss ja weitergehen, ne? Ja, jetzt dort. Da sehe ich sie nicht. Beziehungsweise Dorf, scheint mir ein bisschen größer zu sein. Ich hoffe, dort habe ich Glück. Wenn nicht, wäre das echt wieder mies. Langsam habe ich keine Lust mehr, Leute. Ich freue mich heute. Echt nicht schön. So, Freunde, ich bin jetzt endlich angekommen. Bin jetzt hier in einem Hotel, beziehungsweise eine Herberge. Also, es ist eine Mischung aus Hotel und Herberge.
Ja, das war ganz schön anstrengend gegen den Gegenwind. Den 30 Kilo auf dem Rücken, es ist nicht ganz ohne. Ich bin jetzt auch nur, ja, was heißt nur, 11 Kilometer weiter. Ja, hätte ja keiner wissen können, dass das so sehr mein Zelt zerfetzt. Ich bin mal gespannt. Also jetzt ungefähr, ich habe gerade mal geschaut, 32 Kilometer weiter, da ist dann Burgos. Das ist eine recht größere Stadt und ich hoffe mal, dass ich mir dann dort so eine neue Stange kaufen kann und dass das dann tut mit meinem Zelt, dass das nicht allzu sehr beschädigt ist. Ja, es war wirklich, ihr habt es ja gesehen, ich habe die Szenen ja mal eingeblendet. Es ist, ja, ich war in dem Moment, ich war wieder so begeistert von dem Zelt, was das alles aushält. In dem Moment, wo es fast schon euphorisch begeistert war, knack, bricht die Stange durch. Also das war, ja, habe ich auch noch nicht erlebt. Also ich hätte gedacht, dass bevor die Stange da durchbricht, dass sie irgendwie das Zelt aufreißt und wegfliegt. Oder zumindest, dass die Heringe da rausgerissen werden. Aber die habe ich ja dann in der Nacht bzw. heute Morgen nochmal richtig fixiert, ordentlich festgehauen. Das hat gehalten. Ja, ich gucke jetzt mal. Jetzt habe ich erstmal bestimmt eine halbe Stunde lang geduscht. Es hat wirklich richtig gut getan und richtig heißes Wasser kam hier auch raus. Und ja, ich bin ganz schön groggy. Also ich weiß nicht, wovon es liegt. Ob es der Wind ist oder das Gegenlaufen oder sowas. Ja, ich schaue auf jeden Fall jetzt mal. Ich gucke mir mal die Anlage hier an. Es scheint recht schön hier zu sein. Heute Abend werde ich hier dann was essen. Morgen früh auch frühstücken. Und dann ja, gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. Bis gleich, Freunde. So, so heißt die Unterkunft, wo ich jetzt bin. San Anton Abad. Relativ groß, also dort hinten, wo die 2 Grad lang gehen, dort bin ich links reingegangen, einmal rum und ja, wie wurde ich dort lang geführt und ja, jetzt gehe ich doch nochmal zurück und ziehe mir eine Jogginghose an, ist doch noch ein bisschen frisch, meiner kurzen Hose hier und ja, schaut mal, hier ist so wirklich schön, da kann man nicht meckern. Und das Ganze hat jetzt 9 Euro gekostet, also ich habe 10 gegeben, das ist in Ordnung. Manche anderen gut, 12 Euro. Ja gut, die im Paladinsdorf vorher, da gab es ja eine für 6 Euro. So günstig habe ich die ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ich bin falsch, ich muss da hoch. Ja, ziemlich groß hier, jetzt verlaufe ich mich schon hier in so einem Hotel. Knaller. Irgendwie reagieren die Katzen hier gar nicht. Die haben gar keine Lust, gestreichelt zu werden. Deutschland sind immer sehr neugierig. Oh, Freunde, das war doch mal gut. Also nach diesem heutigen Tag, der echt, ja, eigentlich hätte zum, wie sagt man, zum Kotzen werden können, hat sich das doch noch alles ganz gut gefügt. Ich bin ja, wie gesagt, hier in der Herberge. Komischerweise in der Herberge alles fast lauter Deutsche, viele ältere Herren und Damen dabei halt, aber ja, eine sogar aus Weiden, also ein paar Kilometer von mir entfernt, von meinem Ort. Und ein junger Mann, der Mike, mein Namensvetter, den habe ich jetzt getroffen, mit dem war ich jetzt essen. Wir haben uns echt nett unterhalten, super sympathischer Typ. Wir haben uns, ja, war einfach toll. Also das ist, keine Ahnung, für alles gibt es irgendwie einen Ausgleich. Ich weiß nicht, welche Worte ich sonst verwenden sollte. Auf jeden Fall, ja, sehr, sehr cool. Jetzt chill ich hier noch ein bisschen, genieße den Abend und gleich geht es direkt wieder rein. Und ja, deshalb ist das jetzt auch die letzte Aufnahme, die ich hier mache. Dieser Tag war halt, ja, nicht so spektakulär, sag ich mal. Was heißt nicht so spektakulär? Das mit dem Zelt fand ich schon spektakulär. Und wenn euch das gefallen hat, dann ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben und ein Herz, ihr kennt das, je nachdem, was gerade aktuell ist. Und wenn ihr mich oder mein Projekt unterstützen möchtet, dann benutzt auch den Spenden-Button, wenn es euch möglich ist. Ich würde mich freuen und ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Bis dahin, adios amigos, ciao.